Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Wirtschaft des Landes hat die Aufgabe, dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs zu dienen. So steht es in der Hessischen Verfassung, und daran muss man ja ab und zu mal erinnern. Denn für die meisten Menschen im Land ist es nämlich gar nicht entscheidend, ob wir nun eine dynamischere Entwicklung als Bayern und Baden-Württemberg haben oder nicht, worüber wir jetzt eine Stunde diskutiert haben. Für Sie ist doch entscheidend, was Sie vom gesellschaftlichen Reichtum abbekommen, was vom gesellschaftlichen Wohlstand real bei Ihnen ankommt. Der Wirtschaftsminister hat ja bereits eine Bilanz seiner Amtszeit gezogen. Auf der Webseite des Ministeriums liest man Superlative, natürlich kein Wahlkampf. Und der Ministerpräsident der zieht durch die Lande und erklärt, Hessen geht es gut. Aber die Frage ist doch, wer ist denn eigentlich Hessen? Und die entscheidende Standortfrage ist doch, ist Hessen ein Standort für ein gutes Leben, und zwar für alle Menschen, die hier leben? Und ich finde, darüber sollten wir in allererster Linie reden, was bei diesen Menschen ankommt. Ja, und das Statistische Bundesamt hat kürzlich verglichen und festgestellt, dass die hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3.500 € brutto verdienen im Mittelwert. Herr Boddenberg hat darauf vorhin hingewiesen. Ja, das klingt erst einmal gut, aber es ist eben nur ein Mittelwert. Das heißt, 50% der Hessen haben weniger. Und es gibt sehr große regionale Unterschiede. Die Menschen im Werra-Meißner-Kreis verdienen signifikant weniger als die Menschen in Frankfurt. Die Zahl der Einkommensmillionäre steigt immer weiter. Ihre Zahl ist in nur einem Jahr um 13% gestiegen auf 1.600, und deren Einkünfte wachsen sogar um über 30% in nur einem Jahr. Man stelle sich einmal vor, was los wäre, wenn Gewerkschaften derart hohe Tarifforderungen stellen würden. Forderungen nach 5% mehr Lohn werden schon meistens als völlig überzogen abgetan, meine Damen und Herren. Der wachsenden Zahl an Einkommensmillionären stehen immer mehr Menschen gegenüber, die arm oder von Armut gefährdet sind. Das zeigt ja auch der Landessozialbericht der Landesregierung. Jeder siebte Mensch in Hessen ist von Armut bedroht. 500.000 Menschen arbeiten zu Niedriglöhnen. Ja, es gibt mehr Arbeitsplätze als vor einigen Jahren. Die gibt es. Das Problem ist nur, dass man von vielen Arbeitsplätzen nicht mehr leben kann. Und die Zahl der Menschen, die zu Niedriglöhnen arbeiten, ist in den letzten Jahren eben enorm angestiegen. Die Kinderarmut nimmt zu, die Altersarmut nimmt zu. Alles Landessozialbericht der Landesregierung. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Mittlerweile gibt es 53 Tafeln im reichen Hessen. Tendenz steigend. Und das trotz guter Wirtschaftslage. Und deswegen, ja, natürlich ist Hessen ein wirtschaftlich starkes Bundesland. Aber wir haben ein Verteilungsproblem, und über das müssen wir reden, meine Damen und Herren. Und gerade hat der Sozialverband VdK Forderungen veröffentlicht. Der VdK fordert unter anderem die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die Bekämpfung von Niedriglöhnen, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 €. Dem können wir uns nur anschließen. Und ich sage an der Stelle auch, was der DGB fordert und was der VdK fordert, ist für uns um einiges relevanter als die Forderungen der VHU, die jahrelang den Mindestlohn bekämpft hat und die Deregulierung und Steuersenkungen fordert, meine Damen und Herren. Auch auf Landesebene kann man etwas tun für gute Arbeit. Ein wirksames Vergabegesetz, Tariftreuenvergabegesetz, könnte Lohndumping bekämpfen und verhindern. Und mit gesetzlichen Personalmindeststandards könnte man die Beschäftigten in der Pflege entlasten. Hier könnte das Land etwas tun für gute Arbeit. Aber diese ganze Frage ist bei Schwarz-Grün eine Leerstelle, und das ist das Problem Ihrer Regierung, meine Damen und Herren. Eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist in vielen hessischen Regionen ein massives Problem, und zwar längst nicht nur in Frankfurt. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat erst diese Woche Alarm geschlagen. Erneut, die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen wurde in den letzten 25 Jahren mehr als halbiert, weil immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und wenige neu gebaut werden. Und im Rhein-Main-Gebiet werden Baugrundstücke und Wohnungen von Investoren abgegrast und für immer höhere Preise erworben, die durch Mieteinnahmen in einer Lebenszeit kaum noch zu erwirtschaften sind. Aber darum geht es ja nicht. Es geht vor allem um die Wertsteigerung durch Bodenspekulation und gar nicht um die Einnahmen aus Vermietung. Und in der Folge schnellen die Mieten in die Höhe. Und über 45.000 Menschen in diesem Land suchen derzeit eine Sozialwohnung.
und noch viel mehr Menschen hätten ein Anrecht darauf, weil bezahlbares Wohnen ist nicht nur ein Thema für die Geringverdiener, sondern ein Thema bis weit in den Mittelstand hinein bei Leuten, die ein durchschnittliches Einkommen haben und die bei den hohen Mieten einfach keine Wohnung mehr finden. In Frankfurt hätten mittlerweile 2 von 3 Mietern Anspruch auf öffentlich geförderten Wohnraum. Davon gibt es viel zu wenig. Warum? Weil der Staat sich in den letzten Jahren immer weiter aus der Verantwortung für das Wohnungsangebot zurückgezogen hat und das den Marktkräften überlassen hat, was ein schwerer Fehler war. Deshalb ist es auch so wichtig, dass sich in Frankfurt ein Bündnis zusammengeschlossen hat, das einen Mietentscheid vorbereitet, um zu erreichen, dass die Stadt Frankfurt und die Städtische Wohnungsbaugesellschaft mehr geförderten Wohnraum schafft. Wir als LINKE unterstützen dieses Bündnis ausdrücklich und wünschen ihm viel Erfolg. Wohnen ist ein Menschenrecht, keine Ware, kein Spekulationsgut. Öffentlicher Wohnraum muss endlich Priorität erhalten. Statt Filetgrundstücke wie das Frankfurter Polizeipräsidium an den meistbietenden Investor zu verkaufen, müssen endlich genug bezahlbare Wohnungen entstehen, mindestens 10.000 Sozialwohnungen jährlich und einen hohen Anteil davon barrierefrei und altersgerecht. Das hilft nicht nur den Menschen, die dort einziehen, sondern das senkt insgesamt das Mietniveau. Die beste Mietpreisbremse ist mehr sozialer Wohnungsbau. Den brauchen wir. Aber in der schwarz-grünen Regierungszeit sind fast 30.000 Sozialwohnungen verloren gegangen. 1.650 wurden neu geschaffen zum Vergleich. Das heißt, diese schwarz-grüne Landesregierung sie vergrößert die Probleme, statt sie zu lösen. Und deshalb brauchen wir einen Politikwechsel im Bereich der Wohnungspolitik, damit wir endlich wieder bezahlbare Wohnungen haben, meine Damen und Herren. Und auch die Mobilität, ja, ist eine alltägliche Sorge der Menschen. Auf dem Land ist der ÖPNV vielerorts schlecht, und wer sich kein Auto leisten kann oder will, der ist in seiner Mobilität gewaltig eingeschränkt. Und 2 Schulbusse am Tag sind keine ÖPNV-Infrastruktur. Wer den ländlichen Raum immer weiter abhängt, wer die Versorgung ausdünnt, ja, der sorgt doch dafür, dass die Menschen gezwungen sind, in die Städte zu ziehen oder zu pendeln, mit den bekannten Folgen. Und deshalb, der ländliche Raum braucht keine PR-Kampagnen dieser Landesregierung. Was der ländliche Raum braucht, sind Investitionen und ist eine Infrastruktur, damit der ländliche Raum auch lebenswert bleibt, meine Damen und Herren. In den Ballungsräumen verbringen Menschen viel Zeit in überfüllten und unzuverlässigen Bahnen oder in Staus. Die Lawinen von fahrenden und parkenden Autos beeinträchtigen die Lebensqualität, Schadstoff vergiften die Luft. Und es sind natürlich vor allem die Menschen mit niedrigen Einkommen, die an den besonders stark belasteten, besonders stark befahrenen Straßen wohnen und besonders unter Lärm und Schadstoffen leiden. Und immer mehr Menschen müssen natürlich auch pendeln, weil sie sich Wohnen in Arbeitsnähe einfach nicht mehr leisten können. Und für all diese Probleme wären mal Visionen, wären mal große Würfe notwendig, eine Verkehrswende, die den Namen verdient. Aber hier war die Landesregierung und namentlich der grüne Verkehrsminister leider über weite Strecken ein Totalausfall. Und angesichts des Klimawandels und der Belastung für Gesundheit und Umwelt sollten wir gar nicht die Frage stellen, ob wir uns den Ausbau des ÖPNV und den Nulltarif leisten können. Wir sollten uns die Frage stellen, ob wir es uns leisten können, es nicht zu tun. Weil wir die Folgeschäden, können wir uns die Folgeschäden für Klima, Umwelt und Gesundheit durch immer mehr Autos und Flugbewegungen leisten, sowie immer neuere Straßen und teure Subventionen von Automobil- und Luftverkehr viel teurer als der Nulltarif und der Ausbau des ÖPNV ist ein weiter so und das Anrichten von immer weiteren Schäden, meine Damen und Herren. Speziell im Rhein-Main-Gebiet ist das Thema Fluglärm ein Problem. Das Nachflugverbot wird immer löchriger. Schwarz-Grün lässt Terminal 3 bauen und Ryanair landen. Das ist die völlig falsche Richtung. Die Grenzen des Wachstums sind längst überschritten. Wir wollen einen Flughafen im Einklang mit der Region mit 8 Stunden Nachtflugverbot und guten Arbeitsbedingungen. Die öffentliche Infrastruktur darf nicht weiter kaputtgespart werden. Die Folge sehen wir doch. In vielen Städten marode Schulen, marode Brücken, marode Straßen. In Offenbach spielen die Bürgerinnen und Bürger aus Protest schon Schlagloch-Minigolf.
Die Schienen sind marode, die Krankenhäuser, Schwimmbäder und soziale Einrichtungen schließen, die Gebühren steigen teils dramatisch wie bei den unsozialen Straßenausbaubeiträgen. Und das alles wegen dem Fetisch der schwarzen Null. Und ich habe nie verstanden, was daran generationengerecht sein soll, wenn wir den Kindern und Kindeskindern eine marode Infrastruktur vererben. Wir brauchen endlich Investitionen in die Städte und Gemeinden, damit sie auch von den höheren Steuereinnahmen profitieren, meine Damen und Herren. Es gäbe noch viel zu sagen zur Kinderbetreuung, die jetzt angeblich gebührenfrei ist, was sie tatsächlich nicht ist, und das auch wieder auf Kosten der Kommunen. Aber ich muss zum Schluss kommen. Die Frage ist, dient die Wirtschaft im Lande Hessen dem Wohle des ganzen Volkes und seines Bedarfs, wie die Verfassung es fordert? Geht es Hessen gut? Und da muss man eben sagen, leider nicht allen. Für einige im Land ist Hessen ein guter Standort zum Leben, aber zu viele haben zu wenig. Diese Ungleichheit im Land hat sich unter Schwarz-Grün noch verstärkt. Was wir brauchen, ist endlich mehr für die Mehrheit und keine Politik, die die Sorgen vieler Menschen ausblendet. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bewundere Janine Wissler, weil sie wirklich zu jedem Thema die gleiche Rede hält. Hätte auch zu Finanzen und Verkehrspolitik oder zu Kinderbetreuung gepasst. Deswegen, alles in Ordnung. Wir wollen über den Wirtschaftsstandort reden. Das war Inhalt der Anträge von SPD und FDP. Und natürlich strahlt die Wirtschaft auch in alle anderen Politikbereiche ab. Vielleicht sind wir uns da einig. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht muss man nach dieser sehr wahlkampfgeprägten Debatte ein bisschen über die Fakten reden. Vielleicht zuallererst einmal eine Feststellung. Der Wirtschaftsstandort Hessen, auch der Arbeitsmarkt in Hessen, ist in einer sehr guten Verfassung. Ich finde, das ist eine gute Nachricht für alle Menschen in Hessen. Auch an dieser Stelle, im Wahlkampf wird ja öfter einmal ein grober Klotz gehauen. Es wurde ja auch zitiert, was im letzten Wahlkampf von manchen gesagt wurde. Ich glaube, am Ende des Tages ist es wichtig, was real passiert und was bei den Menschen in Hessen ankommt und auch, wie es sich verteilt. Das will ich ausdrücklich unterstreichen. Und unterm Strich will ich festhalten, unser Wirtschaftsstandort in Hessen ist der drittstärkste in Deutschland. Er ist der internationalste in Deutschland. Er ist der Wirtschaftsstandort mit der höchsten Arbeitsproduktivität in Deutschland. Auch das ist wichtig, besser als Bayern, besser als Baden-Württemberg. Auch Hessens Bruttoinlandsprodukt wächst 2016 und 2017 wieder im Schnitt bzw. sogar über dem Bundesschnitt. Aber was mir noch viel wichtiger ist, Hessens Arbeitsmarkt ist in einer sehr guten Verfassung, weil das ist das, was bei den Menschen wirklich ankommt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben eine Arbeitslosenquote im letzten Monat von 4,6 % gehabt. Das ist die niedrigste Arbeitslosenquote seit 37 Jahren. Jetzt denken wir einmal 37 Jahre zurück. Der Bundeskanzler hieß Helmut Schmidt. Ich wechselte von der Grundschule auf die Förderstufe und Wetten, das hatte die Erstausstrahlung. Das war sozusagen der Monat, der das letzte Mal eine solche Arbeitslosenquote hatte. Und ich finde, an dieser Stelle ist es eine gute Nachricht, weil das wirklich auch bei den Menschen ankommt. Und wir stehen da besser da als andere Bundesländer, was die Beschäftigung angeht. Wir haben in 2017 einen Beschäftigungsaufbau gehabt in Hessen, der über dem Bundesschnitt war. Und das macht sich natürlich auch bei der Rückgang der Arbeitslosigkeit bemerkbar, die übrigens alle Personengruppen betrifft, die allen Personengruppen zugutekommt, auch den Langzeitarbeitslosen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch das ist eine gute Nachricht. Ich will das an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen. Ja, natürlich muss man sich anschauen, wem das zugutekommt. Ja, aber es gibt auch einen Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen.
Und diese Landesregierung hat in der Verantwortung des Sozialministers zu Beginn der Legislaturperiode ein Modellprojekt begonnen, dass wir uns auch Gedanken machen über die Langzeitarbeitslosen, die das haben, was man multiple Vermittlungshemmnisse nennt, also die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht ankommen. Das hat inzwischen 1.500 Menschen betroffen, von denen inzwischen schon 500 in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung oder Ausbildung gelandet sind. Ich bin gespannt, ob die Bundesregierung mit ihrem Projekt des sozialen Arbeitsmarkts sich auch auf die hessischen Erfahrungen stützt. Es wäre Ihnen zu raten, weil wir haben da noch einiges zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir haben auch schon einiges getan. Die Zahl der Erwerbstätigen hat das erste Mal überhaupt, seitdem es Statistiken gibt, in Hessen die Marke von 3,5 Millionen Menschen überschritten. Und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist überhaupt das erste Mal über 2,5 Millionen gestiegen. Das zeigt übrigens auch, dass manche Sorgen vor dem Mindestlohn nicht nur unbegründet waren, sondern schlicht falsch, die übrigens ebenfalls von Herrn Hüter und dem IW mal vorgetragen wurden. Das vielleicht auch zu dem, der diese Studie gemacht hat. Wir haben in dieser Legislaturperiode über 200.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Hessen bekommen. Das sind mehr, als Kassel Einwohner hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da muss man vielleicht auch an dieser Stelle mal überlegen, welches Bild vom Land man zeichnet und wie es wirklich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ja, ich habe mir die Studie auch genau angeschaut. Und natürlich gibt es an manchen Punkten noch vieles, was wir zu tun haben, ganz klar. Aber ich will es mal freundlich ausdrücken. Also dieser Dreiklang, der da vom IW, von Herrn Hüter gemacht wurde und der von der VHU übernommen wurde und auf den sich jetzt zu meiner Verwunderung die SPD stützt, also Steuern senken, gleichzeitig Schulden abbauen und mehr investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, das geht nicht. Das geht nicht. Das hat die FDP immer gesagt. Aber dass ihr da jetzt klatscht, ist mir neu. Ich möchte an dieser Stelle sagen, jeder hat seine unterschiedlichen Auffassungen. Aber der Antrag der SPD beginnt mit einer Reminiszenz an das Gutachten des IW. Und ich bin sicher, Herr Fratscher ist beleidigt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber auch in Zukunft ein Spitzenstandort bleibt, müssen wir uns natürlich auch weiterhin den Zukunftsfragen widmen. Ausdrücklich. Und ich finde, an dieser Stelle, auch da haben wir in dieser Legislaturperiode eine gute Bilanz. Wir haben alle Förderprogramme, was Zukunftsthemen angeht, gebündelt im Förderprojekt Technologieland Hessen. Wir haben eine Breitbandoffensive gestartet. Wir haben die Gigabit-Strategie vorgestellt. Wir haben eine Fintech-Strategie erarbeitet. Wir haben auch den Industriestandort Hessen gestärkt. Ich weiß überhaupt nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Ende 2013 war der Anteil des verarbeitenden Gewerbes in Hessen 18,6 % an der Wirtschaftsleistung. Ende 2017 waren es 19,6 %. In Hessen ist ein traditionell sehr dienstleistungsstarker Standort. Aber wir haben uns sehr darum bemüht, an dieser Stelle auch das verarbeitende Gewerbe zu stärken. Und es ist uns gelungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben in den letzten Jahren Jahr für Jahr die Investitionen in den Landesstraßenbau erhöht, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber gleichzeitig einen Schwerpunkt auf die Sanierung gelegt. Auch an dieser Stelle in Richtung FDP und SPD, die die beiden Anträge gestellt haben. Sie müssen sich an dieser Stelle entscheiden, ob Sie beklagen, dass die bestehenden Straßen in einem schlechten Zustand sind, oder ob Sie gleichzeitig sagen, wir brauchen mehr Neubau. Auch an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, beides zusammen geht nicht. Beides zusammen geht nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wissen Sie, wir wollen ja morgen über die Straßen reden. Die FDP hat ja eine Aktuelle Stunde beantragt. Aber eines kann ich Ihnen schon einmal sagen. Wer jahrelang in der eigenen Verantwortung das Personal so abgebaut hat, dass man gar niemanden mehr hat, der Straßen planen kann, der soll sich nicht darüber beschweren, dass nicht investiert wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das diskutieren wir
Das diskutieren wir morgen. Das diskutieren wir morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber bei der Frage Bahninfrastruktur, das ist schon ein starkes Stück. Herr Lenders, habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Ich glaube, es hat in den letzten 30 Jahren keine Landesregierung gegeben, die sich so um den Aufbau der Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet gekümmert hat wie diese, meine sehr verehrten Damen und Herren. Keine. Deswegen empfehle ich Ihnen einmal an dieser Stelle www.frmplus.de. Und ja, Sie haben ja recht, alle diese Projekte, die da drinstehen bei Frankfurt Rhein-Main Plus, sind alle nicht neu. Die sind alle nicht neu, über die wurde schon vor 20 Jahren teilweise geredet. Der Unterschied ist, wir setzen sie jetzt um, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen will ich gerade bei der FDP an dieser Stelle sagen, da ist aus meiner Sicht die Kritik nicht nur nicht gerechtfertigt, sondern angesichts der eigenen Leistungsbilanz geradezu hanebüchen. Ich will einen weiteren Punkt nennen. Stichwort Breitbandausbau. Wir sind beim Breitbandausbau in Hessen auf Platz 3 der Flächenländer. Wir sind Ende letzten Jahres bei 84% der Haushalte gewesen mit einer höheren Ausbaugeschwindigkeit als Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, die noch vor uns liegen. Das heißt, wir werden eines der wenigen Länder sein, was das eigentlich einmal für ganz Deutschland ausgegebene Ziel, Ende 2018 flächendeckend Breitbandinfrastruktur zu haben, erreichen kann. Ich finde, an dieser Stelle ist Kritik nicht nur nicht gerechtfertigt, sie ist einfach in der Sache falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wissen natürlich, dass Herr Staatsminister, ich darf auf die Redezeit vielen Dank, hinweisen. Frau Präsidentin, ich achte darauf. Wir wissen natürlich, dass auch da es nie aufhört. 50 Mbit war vor 10 Jahren einmal unglaublich viel und ist jetzt für manche Anwendungen ziemlich wenig. Aber auch an dieser Stelle haben wir mit unserer Gigabit-Strategie gezeigt, dass wir an die Zukunft denken und weiter kontinuierlich daran arbeiten, auch die Dateninfrastruktur in diesem Land zukunftsfähig zu machen. Und wenn am Ende von den 10 am besten versorgten Landkreisen Deutschlands bei Breitbandinfrastruktur 4 in Hessen liegen, dann müssen Sie sich einmal überlegen, ob Ihre Kritik eigentlich gerechtfertigt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde an dieser Stelle, ja, wir können über die Frage streiten, was man noch besser machen kann. Ja, Wirtschaftspolitik hört nie auf, sondern es geht immer um die Frage, was eigentlich die Antworten für die Zukunft sind. Da haben wir viel zu tun. Wie wir noch mehr Menschen in den Arbeitsmarkt bekommen, vor allem die, die langzeitarbeitslos sind. Da haben wir Erfolge, da müssen wir noch einiges tun. Wie wir dafür sorgen, dass der Wohlstand bei allen ankommt. Aber auch an dem Punkt, es hat in den letzten Jahren immer deutliche Reallohnzuwächse gegeben in Hessen, und zwar mehr als in anderen Bundesländern. Auch an dieser Stelle sind wir gut. Und ich finde, wenn wir uns einmal in der ruhigen Form über die Fakten unterhalten, dann wäre ich dankbar, wenn ich gute Gegenvorschläge bekommen würde. Aber die Situation, die hier teilweise gezeichnet wurde, hat mit der Realität in Hessen nichts zu tun, sondern im Gegenteil, wie ich es gesagt habe, der Wirtschaftsstandort Hessen und vor allem der Arbeitsmarkt in Hessen ist in sehr guter Verfassung. Und ich finde, das ist auch gut so. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. 5 Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, um ein paar Fragen, die aufgeworfen wurden, noch einmal zu beantworten. Zunächst zu den Mondzahlen von Herrn Wagner und in Teilen auch von Herrn Boddenberg, die mich eher an die Inflationsraten in der Türkei oder an die Hyperinflation von Venezuela erinnern. Es wird ja jedes Mal ein bisschen mehr. Aber es ist so, das ist Teil Ihrer Rhetorik, die Sie sich am Anfang draufgeschafft haben. Machen Sie so weiter. Aber es wird an den eigentlichen Fragen nichts ändern. Zweitens Ihre Frage,
welche Wirtschaftspolitik machen wir? Wir machen weder die Wirtschaftspolitik der VAU, mit denen wir uns in der aller Regel, und Sie saßen neben mir, als ich das ausdrücklich zweimal bei der Podiumsdiskussion erklärt habe, dass wir nicht die Position der VAU 1:1 tragen, schon gar nicht die von Herrn Hüther und dem Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir nehmen allerdings bestimmte Befunde, die er aufgenommen hat, die wir in der Vergangenheit hier mehr als 5 Jahre, sondern 10 Jahre und übrigens in den ersten 5 Jahren in aller Regel mit Ihnen gemeinsam vorgetragen haben, die fühlen wir dort und sehen wir dort ausdrücklich bestätigt und wiederholen Sie hier. Das ist das, was wir mit dem tun. Wir orientieren uns auch in unserer Wirtschaftspolitik nicht an der Linkspartei und auch nicht an den Grünen, sondern wir sind als Partei der Arbeit, der Arbeitsgesellschaft mit einem sehr klaren Fokus auf gute, sichere und gut bezahlte Arbeit ausgestattet, zukunftsfähige Arbeit. Das ist der Fokus, auf den wir uns orientieren. Deswegen habe ich auf ein paar Punkte hingewiesen. Einer der wichtigsten ist die strukturelle Investitionsschwäche der öffentlichen Hand in Hessen. Und an diesen Zahlen kommen Sie nicht vorbei, weil sie hier permanent von unterschiedlichsten Akteuren vorgetragen wurden. Ich bin übrigens in der Sache völlig mit Ihnen überein, und das wissen Sie auch, dass der Investitionsbegriff der VHU ein falscher, ein nicht moderner ist, ein nicht zukunftsfähiger, weil es um deutlich mehr als Beton gehen muss. Aber das sage ich gelegentlich meinen Freundinnen und Freunden von Bündnis 90 die Grünen, ohne Beton geht es halt auch nicht. Damit will ich auf einen weiteren Befund hinkommen zu den Zahlen. Ich komme nicht mit der Dachlatte. Das hat mit der Dachlatte gar nichts zu tun. So, das ist ein Balken. Das ist der Unterschied, mein Lieber. Also, den Unterschied zwischen Balken und Dachlatte sollte man auch als Grüner kennen. Aber wenn es Sie erheitert, machen Sie euch weiter so. Ich will in der Sache noch 2 Bemerkungen machen. Ich warte jetzt. Kolleginnen und Kollegen, können Sie jetzt bitte die Gespräche wieder einstellen? Ein Punkt, auf den die VAU, und ich habe das Argument vorhin schon einmal aufgeworfen, hat, zu Recht hingewiesen hat, ist, dass die Finanzkraft des Landes schwächer wird. Und darauf weisen wir auch schon seit Jahren hin, weil es darauf hinweist, dass wir ein Problem haben. Dazu habe ich übrigens vom Wirtschaftsminister nichts gesagt, außer dass er erklärt hat nach dem Motto, dass wir hier ein schlechtes Bild übers Land gezogen haben. Das haben wir ausdrücklich nicht. Wir haben darauf hingewiesen, dass es ein paar Hausaufgaben zu regeln gibt. Ich habe übrigens deswegen zu grüner Wirtschaftspolitik nichts gesagt, weil für mich die letzten 5 Jahre nicht so sonderlich Veränderungen erzeugt haben und mich aus sehr grundsätzlichen Erwägungen, das wissen Sie auch, zu Anfang der Periode entschieden habe, mich in aller Regel nicht mit dem Wirtschaftsminister hier zu duellieren, weil ich ja weiß, welche Erwartungshaltung von außen gibt. Aber wenn Sie die Frage schon aufrufen, will ich zumindest ein paar Bemerkungen machen. Wenn ich über grüne Wirtschaftspolitik in den letzten 5 Jahren rede, dann hätte ich theoretisch darüber reden können, dass es noch nie so viele Nachtflüge am Frankfurter Flughafen jenseits von 23 Uhr gegeben hat wie in den letzten Jahren. Hätte ich tun können. Ich hätte darüber reden können. Ich hätte darüber reden können, dass gemessen an Ihren Ansprüchen, die Entscheidung der ehemaligen Umweltministerin, die Salzeinleitung bei K&S um 1/3 bis 2021 zu reduzieren, von Ihnen aufgehoben wurde. Wir haben das ausdrücklich mitgetragen. Ich will nur sagen, gemessen an Ihren Ansprüchen, was sozusagen grüne Wirtschaftspolitik in Hessen erreichen sollte, gibt es zumindest ein Fragezeichen. Das gilt auch, und das will ich übrigens kritisch sowohl für den Bund als auch für das Land sagen, für, ich sage mal, zumindest kritikwürdige Modellversuche wie an der A5 zum Thema Elektromobilität machen. Ich glaube, dass das, was da gerade entsteht, nicht zukunftsfähig ist für die Mobilitätspolitik des Landes in den nächsten Jahren. Ich komme zum Schluss. Ich übertreibe es nicht wie Herr Boddenberg, aber ich will mir zumindest den Hinweis erlauben, dass beim Thema Energieeffizienz, wenn ich mir das Thema Energiewende angucke, in der Tat entschieden zu wenig passiert ist. Und das hat natürlich auch etwas mit den Entwicklungen in der Digitalisierung zu tun. Das heißt, wir haben genügend Hausaufgaben, über die es sich lohnen würde, zu reden. Aber auch 67 Tage vor der Landtagswahl gilt ein einziges Credo in diesem Landtag. Das, was Sie nicht entschieden haben, kann nicht die Wirklichkeit sein.
Deswegen fühle ich mich schon daran erinnert, wie das bei anderen Systemen auch passiert. Ich habe Frau Temkin vorhin schon einmal zitiert. Ich sage Ihnen, daraus wird nicht Zukunftsfähigkeit, genauso wenig wie aus Flottensprüchen über den Löwen oder das Verteilen von Kacheln. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben jetzt hier von Herrn Wagner, und Herrn Boddenberg und Herrn Al-Wazir die Haltung der Landesregierung und der Fraktionen, die im Landtag diese Landesregierung tragen, erlebt. Es ist ein Symbol für den Umgang in der gesamten Landesregierung und von Grünen und CDU, die ich überall erlebe. Sie ignorieren einfach die Fakten, blenden sie aus. Sie wollen sich gar nicht mit den Problemen in Hessen auseinandersetzen. Sie glauben, die verschwinden von selbst. Und, Herr Wagner, ich finde das schon, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde das schon unfassbar, wie Sie hier vorgehen, und über den Verband Hessischer Unternehmer sprechen. Sie saßen mit mir im Podium. Sie saßen dabei, wie Prof. Hüter den Vortrag gehalten hat. Sie saßen auf dem Podium vor Unternehmern, vor Menschen, Herr Boddenberg, vor Menschen, die mit eigenem Risiko und mit eigenem Geld diese Wirtschaft gestalten und am Leben halten. Herr Boddenberg, darum sage ich es Ihnen. Vor den Menschen saßen Sie und stehen jetzt hier und sagen, das, was diese Menschen fordern und wofür sie eintreten, ist altmodisch, ist von gestern und hat nichts mit dem modernen Wirtschaftsbegriff zu tun. Das ist arrogant, überheblich, und ich finde es unverschämt, dass Sie den Menschen das nicht ins Gesicht gesagt haben. Dann hätten Sie sich nämlich wehren können. Dann hätten Sie sich wenigstens wehren können. Dann hätten Sie diskutieren können. Sie hätten Herrn Hüter sagen können, Ihr Innovationsbegriff ist altmodisch und an der Zeit vorbei. Sie haben gesagt, die Zahlen würden einfach nicht stimmen. Das war unmöglich, was Sie hier vortragen. Dort sind Menschen, die jeden Tag für die Wirtschaftsleistung dieses Landes eintreten, und Sie diffamieren die hier auf die Art und Weise. Das ist nicht nachvollziehbar. Und jetzt mal, Herr Al-Wazir. Herr Al-Wazir, Sie machen hier eine Politik, die haben Sie im Koalitionsvertrag versprochen. Die setzen Sie hier eins zu eins um. Aber dann stehen Sie doch einmal zu der Politik. Sie haben in die Präambel Ihres Koalitionsvertrages geschrieben, erhalten und bewahren ist das Ziel dieser Landesregierung. Kein Wort von Wachstum, kein Wort von Innovation, kein Wort von Innovation in Bildung, kein Wort von Fortschritt. Dann sagen Sie doch, Ihr Ziel ist, es soll alles bleiben, wie es ist. Wir wollen kein Wachstum, wir wollen sanieren, wir wollen keine neuen Straßen bauen, wir wollen nicht investieren. Dann sagen Sie doch, was Ihre Politik ist, und führen Sie die Leute nicht wieder in die Fichte. Also, die Fakten liegen doch auf der Hand. Sie haben mehr als 5 Milliarden mehr eingenommen an Steuereinnahmen in dieser Legislaturperiode, weit mehr als 5 Milliarden. Sie investieren immer weniger Geld in die Zukunft dieses Landes. Diese Fakten können Sie doch nicht von der Hand weisen. Es ist grüne Politik. Das ist Ihre Absicht. Das ist Ihre gewollte Politik. Aber Sie als Union machen sie möglich. Und das müssen Sie dem Wähler irgendwann einmal erklären, dass Sie diese Politik dieser grünen Minister durchsetzen. Es ist jetzt auch Ihre Politik und Ihre Verantwortung. Und da können Sie sich auch nicht davon machen. Und ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie, Herr Wagner, hier sagen, Beton, wie kann man nur Beton als Zukunfts- und Infrastrukturpolitik darstellen? Es gibt, glaube ich, keine Partei, die so gnadenlos betoniert wie die Grünen. Ihnen ist doch alles egal. Sie betonieren doch in Hessen alles zu. Egal ob Naturschutzgebiet, Waldgebiet, FFH-Gebiet, für ihn kann es doch gar nicht genug Beton sein in Hessen, liebe Kollegen von den Grünen. Wenn es ein Windrad ist, ist es guter Beton. Wenn es eine Straße ist, ist es böser Beton. Da muss man Ideologe sein, um so etwas zu verstehen, lieber Herr Wagner. Überlegen Sie einmal Ihre Argumente.
Und jetzt hören Sie doch einmal auf, uns vorzuwerfen, wir hätten keine Energiepolitik. Ich weiß gar nicht, wie oft wir über Energiepolitik hier diskutiert haben und wie oft wir als Freie Demokraten hier deutlich gemacht haben, was unsere Energiepolitik ist. Hören Sie doch auf, so einen Blödsinn zu erzählen. Und bitte schön, bitte, dann machen Sie es hier zur Aktuellen Stunde oder machen Sie es zum Setzpunkt. Wir haben es oft genug gemacht, und ich habe es Ihnen oft genug erklärt. Ihre Energiepolitik ist gescheitert in diesem Land, und Sie wollen sie fortsetzen. Sie wollen weiter unsere Flächen zu betonieren mit Windrädern, obwohl Sie genau wissen, dass Sie keinen Beitrag mehr leisten zu einer vernünftigen Energiepolitik. Der CO2-Ausstoß geht nicht zurück in unserem Land, und darum brauchen wir einen Neustart der Energiewende, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Und lieber Herr Al-Wazir, Sie haben die Hälfte Ihrer Zeit über den Arbeitsmarkt gesprochen und über den sozialen Arbeitsmarkt und über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das ist übrigens alles im Ministerium von Herrn Grüttner übrigens, der Arbeitsmarkt. Da ist es überhaupt nicht Ihre Zuständigkeit, über die Sie hier reden. Und wir haben Ihnen doch einmal versucht, dass man den Arbeitsmarkt in einer anderen Weise betrachten muss. Legen Sie Ihren Fokus auf Fachkräftemangel, dann kommen Sie Ihrer Aufgabe endlich nach. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, Herr Minister, Sie haben mir ja eben unterstellt, ich würde immer die gleiche Rede halten hier im Landtag. Also, ich muss ja sagen, ich persönlich finde es jetzt eher bedenklich, wenn Politikerinnen und Politiker alle naselang was anderes erzählen. Und ich sage mal, ich würde mir ja wünschen, Herr Minister, Sie würden heute noch einmal die gleiche Rede halten, wie Sie sie vor 5 Jahren in der Opposition gehalten haben. Also, Sie erkennen da vielleicht zu viele Ähnlichkeiten zwischen meinen Reden. Ich erkenne zwischen dem Tarek Al-Wazir aus dem Jahr 2013 und dem Tarek Al-Wazir aus dem Jahr 2018. Ehrlich gesagt, fällt es mir da teilweise schwer, noch die Gemeinsamkeiten zu sehen, zumindest bei der inhaltlichen Seite. Und was Sie vermutlich meinen, mit dem ich erzähle immer das Gleiche, was semantisch natürlich nicht stimmt, von der politischen Ausrichtung sehr wohl, ist, und das werde ich auch weiter tun, dass ich auf ein Verteilungsproblem hinweise. Weil, wenn in einer reichen Volkswirtschaft wie in Hessen, wenn wir in einer reichen Volkswirtschaft wie in Hessen die Zustände haben, dass Menschen gezwungen sind, im Alter Flaschen zu sammeln, weil ihre Rente nicht reicht, wenn Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, am Ende des Monats ihren Kindern erklären müssen, dass das Geld für den Ausflug, fürs Kino oder fürs Eis einfach nicht drin sind, und wenn die eine Zahl von armen Kindern haben, die immer weiter steigt, ja, dann sind das Zustände, mit denen wir uns erstens nicht abfinden werden und auf die ich zweitens immer wieder in diesem Landtag hinweisen werde, bis sich das geändert hat, meine Damen und Herren. Und dann reden wir doch einmal über Ihre Bilanz, über die schwarz-grüne Bilanz in diesen Bereichen. Und dann sagen Sie, Rekord, 2,5 Millionen Beschäftigte. Ja, richtig. Aber wenn ein Fünftel dieser Beschäftigten zu Niedriglöhnen arbeitet. Das ist nicht meine Zahl, Herr Wintermeyer. Ich empfehle zur Lektüre den Sozialbericht Ihrer Landesregierung. Da können Sie es nachlesen. Da steht genau die Zahl 500.000 drin. Ich war auch überrascht, weil ich bitte eine etwas niedrigere Zahl. Lesen Sie das, was Ihre Landesregierung schreibt. Herr Wintermeyer, kann ich Ihnen empfehlen. Da sind teilweise gute Zahlen drin. Nur wenn ein Fünftel der Beschäftigten zu Niedriglöhnen arbeitet, Herr Minister, dann sollten Sie das doch wenigstens einmal benennen als ein Problem. Wenigstens deutlich machen, das ist ein Problem, und nicht einfach Rekordzahlen hier zu verkünden und so zu tun, als ginge es allen gut. Schauen wir uns die Lohnentwicklung im Baugewerbe zum Beispiel an. Dann stellen wir fest, dass da Hessen wirklich hinter anderen Bundesländern zurückgeblieben ist. Und das hat natürlich auch etwas mit der öffentlichen Hand zu tun, weil viele natürlich bauen auch für die öffentliche Hand und dass hier eben die Tariftreue nicht vernünftig kontrolliert wird, dass wir kein wirksames Tariftreue- und Vergabegesetz haben. Schauen wir uns Ihre Bilanz an im Bereich der Wohnungspolitik. Gut, das ist Ihre grüne Kollegin im Kabinett. Die Wohnungspolitik netto, schwarz-grüne Regierungsjahre, 28.000 Wohnungen. Mehr als 28.000 Sozialwohnungen weniger als vor Ihrer Regierungszeit. Weil es sind 1.650 geschaffen worden in 5 Jahren. Und es sind in gleicher Zeit fast 30.000
Ja, wir haben jede Menge Wohnungen, Herr Bellino, in Frankfurt. Die kann nur keiner bezahlen. Das ist das Problem. Und in der Zeit sind fast 30.000 Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen. Das heißt also, in Ihrer Regierungszeit ist der bezahlbare Wohnraum gesunken. Die Bodenspekulation ist noch angeheizt worden. Die Mieten haben sich erhöht. Das ist die Bilanz Ihrer Regierungszeit. Welche? Das Problem ist, dass wir nicht Wohnraum brauchen für alle die, die sich sowieso schon alles leisten können. Und, Herr Hahn, natürlich wissen Sie ganz genau, dass wir gerade im Bereich der Büroräume einen enormen Leerstand haben. Und wissen Sie, was ich Ihnen auch sage? Mit Leerstand kann man ziemlich hohe Gewinne machen in Frankfurt. Das zeigen ja einige Beispiele. Ich will aber auch etwas zum Thema Flughafen sagen. Weil ich finde, beim Flughafen ist die Bilanz ja noch viel trauriger. Terminal 3 wollten Sie verhindern. Das wird jetzt gebaut. 8 Stunden Nachtflugverbot haben die GRÜNEN sich ins Wahlprogramm geschrieben. Wir haben nicht einmal 6 Stunden Nachtflugverbot, weil das Nachtflugverbot in einer Art und Weise verletzt wird, wie das noch nie der Fall war. Und der grüne Verkehrsminister lässt sich doch von den Flugverkehrsgesellschaften auf der Nase rumtanzen, die jede Nacht nach 23 Uhr starten und landen, wie es ihnen gerade passt. Dass es ausgerechnet unter einem grünen Verkehrsminister möglich ist, das Nachtflugverbot komplett einfach zu unterlaufen, nicht einmal 6 Stunden, 8 Stunden hatten Sie eigentlich gefordert. Stattdessen gibt es die Lärmpausen. Ja, die Lärmpausen machen jetzt gerade bisher Pause. Es soll einen Lärmdeckel geben, mit dem es noch viel lauter wird. In Ryanair wurde hergelockt, und in Florsheim fallen weiter Dachziegel von den Dächern. Es ist überhaupt nicht leiser geworden. Frau Dorn, setzen Sie einfach Ihr grünes Wahlprogramm um und erzählen Sie nicht, dass das, was die GRÜNEN vor 5 Jahren in Ihrem eigenen Wahlprogramm gefordert hat, unrealistisch ist. Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Bei der Verkehrswende setzen Sie ein paar Projekte um, die sowieso jahrzehntelang geplant sind. Bürgerbusse und Mitnahmebänke sind kein Ersatz für ein ÖPNV-Angebot. Wir brauchen Investitionen, und wir brauchen bessere Handlungsfähigkeit der Kommunen. Von daher, die schwarz-grünen Jahre in Hessen waren für die meisten Menschen in Hessen keine guten Jahre. Es hat sich nichts an ihrer Lebenssituation verbessert. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, Frau Kollegin Wissler, Sie haben ja recht. Es hat immense Vorteile, immer die gleiche Rede zu halten. Es macht ja auch weniger Arbeit. Nur zu jedem Tagesordnungspunkt auch die gleiche Rede zu halten, das ist ein bisschen ein Problem. Und Sie kennen ja die 11. Feuerbach-These von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich. Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Und dieser Satz hat eine große Wahrheit für DIE LINKE im Hessischen Landtag. Frau Kollegin Wissler, es reicht nicht, die perfekte Welt nur zu beschreiben. Man muss auch konkrete Konzepte und Ideen haben, wie man sie verändert. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Zwischen Ihnen und uns sehr präzise der Unterschied beschrieben. Es reicht nicht, die perfekte Welt immer nur zu beschreiben. Der Kollege Rock hat mir vorgeworfen, dass ich die Unverschämtheit einer eigenen Meinung habe gegenüber Unternehmerverbänden. Ich bekenne mich vollumfänglich schuldig, Herr Kollege Rock. Ja, Herr Kollege Rock, ich bin so liberal, dass ich mir eine eigene Meinung gönne, Herr Kollege Rock. Und nein, ich mache nicht eins zu eins, was mir irgendein Verband sagt, sei das ein Wirtschaftsverband, sei das ein anderer Verband, sondern ich leiste mir eine eigene Meinung, Herr Kollege Rock. Und ich habe das in der Veranstaltung Herrn Hüther auch gesagt, und ich bin nachher auch noch sehr friedlich mit ihm gemeinsam nach Wiesbaden gefahren. Der hält es nämlich viel besser aus als Sie, Herr Kollege Rock. Insofern wundere ich mich da über Ihren Beitrag. Herr Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Bei 5 Minuten nicht. Lassen Sie uns aber doch noch einmal den Blick darauf lenken, wie wollen wir Hessen weiterentwickeln in den unterschiedlichen Bereichen. Bei der Frage öffentliche Finanzen. Ich halte es für ausdrücklich falsch, den Altschuldenabbau zu einem Fetisch zu erklären. Es ist richtig, ausgeglichene Haushalte vorzulegen, aber den Altschuldenabbau zu einem Fetisch zu erklären, halte ich für ausdrücklich falsch.
Und darüber können wir ja streiten, und darüber kann auch am 28. Oktober abgestimmt werden. Ich finde, der Altschuldenabbau muss sich messen lassen mit anderen wichtigen Zielen, die wir in unserem Land haben, beispielsweise der Verbesserung der Bildungsinfrastruktur, beispielsweise auch der Verbesserung von anderer Infrastruktur. Da geht es um Richtungsentscheidungen. Herr Kollege Rock, ich halte es für falsch, den Investitionsbegriff auf Beton zu verkürzen. Und das, was Sie im Wahlkampf fordern, Herr Kollege Rock, nämlich einen Ausbau auch in der Kinderbetreuung, da sind wir ja sehr genau beieinander, das wäre in der Begrifflichkeit des Gutachtens des IW eine konsumtive Ausgabe und deshalb abzulehnen. Und darauf habe ich hingewiesen, und deshalb erlaube ich mir eine eigene Meinung, Herr Kollege Rock. Wie soll es in unserem Land in der Verkehrspolitik weitergehen? Wir GRÜNE finden es ausdrücklich richtig, dass wir Schluss gemacht haben mit dem Fahren der Infrastruktur auf Verschleiß. Und dabei soll es auch bleiben. Wir wollen die Bestandsnetze erhalten, und wir wollen die Verkehrswende einleiten. Und wenn wir über eine Verkehrswende reden, dann müssen wir auch über Busse und Bahnen reden, dann müssen wir auch über Radfahren reden, und dann müssen wir auch über Zu-Fuß-Gehen reden. Und darüber hat sich die FDP über Jahre lustig gemacht, und deshalb wurde in diesem Land jahrelang eine falsche Verkehrspolitik gemacht, meine Damen und Herren. Energiepolitik. Ja, es geht darum, wie geht es in der Energiepolitik weiter. Geht es weiter in das Zeitalter der erneuerbaren Energien, oder geht es zurück zu Atom? Bleiben wir bei der Kohlekraft, die unser Klima verschmutzt und die Klimakrise verschärft, oder steigen wir daraus aus? Diesen Weg hat die Landesregierung gegangen in das Zeitalter der erneuerbaren Energien, und diesen Weg wollen wir ausdrücklich fortsetzen. Und da erlauben wir uns eine eigene Meinung, wenn andere das anders sehen. Oder in der Klimaschutzpolitik. Das IW-Gutachten sagt, man höre und staune, es sei auf nationaler Ebene und auf Ebene eines Bundeslandes nicht möglich, etwas für den Klimaschutz zu tun. Das finden wir ausdrücklich falsch. So eine Politik wollen wir nicht machen, sondern wir wollen auch die Klimaschutzanstrengungen des Bundeslandes weiter verstärken. Und deshalb lohnt die Debatte darüber, was ist der richtige Weg ist, und es lohnt sich, eine eigene Meinung zu haben, meine Damen und Herren. Und im Wohnungsbau, Herr Kollege Schäfer-Gümbel sagt völlig zu Recht, wir müssen in den nächsten Jahren 200.000 Wohnungen bauen. Das ist die Größe einer Großstadt. Aber auch da kommt es auf das richtige Konzept an. Und wir wollen. Kommen Sie zum Schluss. Wir wollen nicht die Großstädte so bauen wie in den 70er Jahren, nur Stahl, sondern wollen auch ein lebenswertes Wohnumfeld haben. Das ist auch ein Unterschied, meine Damen und Herren. So, danke schön. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe gerade Herrn Kollegen Hahn, der gerade nicht im Saal ist, vorgeschlagen, dass wir uns einmal über die Frage unterhalten, welcher eine Tag in den letzten 19 Jahren war es eigentlich, an dem die Wirtschaftspolitik des Landes Hessen sich dramatisch verändert hat. Damit spiele ich an auf die Scharmützel zwischen GRÜNEN und FDP. Aus CDU-Sicht sage ich natürlich, die Wirtschaftspolitik der letzten 19 Jahre war ja mit unterschiedlichen Partnern. Tatsächlich, das ist schon so, Herr Kollege Schmidt, dass es zwischen grünen Programmatiken und der FDP Unterschiede gibt, aber in Summe immer eine gute Wirtschaftspolitik und eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik. Ich gehe sogar so weit, dass ich dem grünen Wirtschaftsminister ausdrücklich dankbar bin, dass er, ich glaube, das auch nicht außer Acht lässt, dass Wirtschaftspolitik nicht erst 2013 begonnen hat, sondern wir schon länger die richtigen Weichen stellen. Ich will aber zu zwei Punkten, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, schon noch etwas sagen. Das ist einmal das Thema Wohnungsbau, damit da nicht ein falscher Eindruck bei denjenigen entsteht, die sich nicht jeden Tag mit dieser Frage beschäftigen. Wir hatten im Jahr 2000, Frau Wissler, wir hatten im Jahr 2000 in Hessen 178.000 Sozialwohnungen, also geförderten Wohnraum. 178.000. Und wir haben jetzt, ja, es ist ungefähr die Hälfte, richtig, übrigens so wie in fast allen Bundesländern. Und ich finde, es gehört zunächst einmal dazu, dass wir immer wieder darauf hinweisen,
dass der soziale Wohnungsbau ein kleiner, in Zahlen kleiner Teil des gesamten Wohnungsbaus ist, damit nicht der Eindruck entsteht, Wohnungsproblematiken lösen wir mit sozialem Wohnungsbau. Weil in der gleichen Zeit, über die wir hier den ganzen Vormittag reden, Herr Schäfer-Gümbel, nein, ich rede ja, vielleicht wissen Sie das alles, ich rede ja auch in Richtung derjenigen, die sich nicht jeden Tag mit Wohnungsbaupolitik beschäftigen. In dem gleichen Zeitraum von 2000 bis heute ist die Zahl der Wohnungen in Hessen von 2,7 Millionen auf 3 Millionen gestiegen. Also zu sagen, es hat keinen Wohnungsbau gegeben, das ist ja der Versuch, das ist aber der Versuch oder das insinuieren Sie jedenfalls, ist natürlich vollkommener Unsinn. Es wird auch weiter und zukünftig so sein, dass der private Wohnungsbau 90-95% der ganzen Herausforderungen zu bewältigen hat und nicht der sozial geförderte Wohnungsbau. So, und deswegen reden wir und müssen wir reden, und das machen wir ja auch, ist ja nicht so, dass wir jetzt erst anfangen, über die Frage der Kosten, da ist einiges gesagt worden. Ja, wir haben die Bauordnung geändert, wir haben auch dort eigentlich wieder Verteuerungen beschlossen. Ich nehme einmal das Thema der behindertengerechten Zugänge, ich nehme Brandschutz, um nur einmal zwei kostentreibende Faktoren zu nennen. Also, wir werden weiter im Diskurs bleiben müssen. Wie weit wägen wir ab qualitative Aspekte, Sicherheitsaspekte auf der einen Seite und die damit einhergehenden Kostenentwicklungen auf der anderen Seite, die in Summe, kommt noch die energetische Sanierung dazu oder überhaupt die energetischen Vorgaben, zu einer Verteuerung im Wohnungsbau führen. Wir müssen also, ich will daran appellieren, viel breiter diskutieren, als das ist das Konzept und Dauerkredo der LINKEN nur über den sozialen Wohnungsbau. Ich will einen zweiten, völlig anderen Punkt ansprechen. Das ist der Frankfurter Flughafen, weil er mir heute Morgen auch ein bisschen zu kurz kam. Ich habe ja heute die Chance, Herr Schäfer-Gümbel, nach Ihnen zu reden. Das war gestern Abend beim Empfang der Lufthansa andersherum. Dort haben Sie ja den Vorschlag von Herrn Vorstandsvorsitzenden Spohr, dass auch Wahlkampf ist und 44.000 Mitarbeiter der Lufthansa auch Wähler sind, aufgegriffen und haben dort ja, durchaus ein Bild gezeichnet, das mich in Teilen ein bisschen verwundert hat. Nicht etwa, wenn Sie über Ryanair gesprochen haben. Da haben wir hier uns ausgetauscht. Wir sind der Auffassung, dass das zum Wettbewerb dazugehört und dass man dem Low-Cost-Bereich nicht völlig aus dem Weg gehen kann. Das müssen Fraport und Lufthansa miteinander ausfechten. Aber ich will darüber reden, Herr Schäfer-Gümbel, was Sie eben noch einmal hier angesprochen haben, Stichwort Nachtflugverbot. Und ich werde es Ihnen nicht ersparen und auf die nächsten Jahre nicht ersparen, dass Sie einen der Teilhaber des Frankfurter Flughafens, die Stadt Frankfurt, immer völlig aussparen und damit Ihren Oberbürgermeister. Und dieser Oberbürgermeister redet weiterhin von 8 Stunden Nachtflugverbot. Und ich sehe ihn heute, wie auch in der Vergangenheit, immer wieder bei denen, die sagen, wir müssten eigentlich die Bahn wieder stilllegen. Wollen Sie allen Ernstes den Beschäftigten der Lufthansa und von Fraport erklären, dass Sie und die hessische SPD für die Prosperität des Flughafens stehen? Das ist doch aberwitzig angesichts dessen, was ich Ihnen gerade von einem Ihrer wichtigsten Vertreter vorgetragen habe. Und bevor die Frau Präsidentin mich gleich wieder rügt, will ich eine letzte Bemerkung machen, Frau Präsidentin. Weil hier Vertreter der Wirtschaft und der VHU natürlich auch heute zuhören. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt heute Morgen Pauschalkritik an der VHU oder an diesem Gutachten nehmen. Darum geht es doch gar nicht. Und ich sage, Herr Kollege Rock, vielleicht haben Sie es ja nicht gehört, ich habe sehr wohl, und ich glaube, der Kollege Wagner auch, Herrn Prof. Hüter, während dieser Veranstaltung gesagt, dass wir finden, dass das Gutachten nicht ganz vollständig ist. Ich wollte allerdings höflich sein und habe es vielleicht ein bisschen moderater formuliert, so dass Sie es nicht gemerkt haben. Aber ich will schon sagen, dass ich auch von der Wirtschaft, erwarte, dass sie uns denn hin und wieder sagt, wenn sie Schwerpunkte verändern will, was das am anderen Ende bedeutet. Kollege Boddenberg, überstrapazieren Sie bitte nicht meine Großzügigkeit. Die Haushaltskonsolidierung ernst nehmen. Und da erwarte ich auch von der Wirtschaft, dass sie Sparvorschläge macht. Darüber können wir gerne weiter im Austausch bleiben, also keine Pauschalkritik an der VHO und der hessischen Wirtschaft, sondern ein konstruktiver, streitiger und teilweise auch heftiger Dialog. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Darf ich fragen, was mit 48 und 76 passiert? Sollen die abgestimmt werden oder in den Ausschuss? Abstimmen. Okay. Dann lasse ich zunächst abstimmen über den Tagesordnungspunkt 48, Entschließungsantrag der SPD 6669 aus 19. Wer ihm zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD und Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der LINKE. Dann ist dieser Antrag abgelehnt.
Tagesordnungspunkt 76 rufe ich zur Abstimmung auf. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/6698. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen die Fraktionen von FDP, SPD, DIE LINKE und Abg. Öztürk. Damit ist dieser Antrag angenommen. Und der 49, der soll in Ausschuss auch abstimmen. Okay, dann hätten wir dann, da rufe ich den auch noch auf, Tagesordnungspunkt 49. Wer dem Antrag der FDP, Drucksache 19/6670, zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Gegenstimmen. Das ist der Rest des Hauses. Damit ist dieser Antrag auch abgelehnt.